Heute zeige ich dir die Power vom Mischpinselwerkzeug in Photoshop und wie du die volle Kontrolle dabei behältst. Wie das funktioniert, erfährst du nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen. Heute schauen wir uns den Mischpinsel an. Meiner Meinung nach ist der Mischpinsel eines der spannendsten Werkzeuge in Photoshop überhaupt, denn er kann sich sehr vielseitig anpassen oder genutzt werden. Retusche für Öleffekt oder auch wirklich für weitere spezielle grafische Lösungen eingesetzt werden. Und das macht es ja so spannend, aber auch wiederum so komplex, denn tatsächlich geht es hier um die richtigen Einstellungen, die richtige Kombination der Werte, damit er auch das macht, was du eigentlich möchtest. Genau deswegen werde ich mich auf eine Sache hier fokussieren und dir zeigen, wie wirklich sehr, sehr simpel du richtig geile 3D-Effekte aus deinen Bildern zaubern kannst. Aber gut aufpassen, ja, voller Fokus, denn hier geht es wirklich um die richtigen Einstellungen. Schritt für Schritt zeige ich dir das Ganze jetzt in Photoshop. Also lass uns direkt reinstarten. Ich sag ja, Ordnung ist das halbe Leben und genau deswegen müssen wir die Datei sauber vorbereiten und den Pinsel, den Mischpinsel auch sauber aufsetzen. Deswegen voller Fokus und gut aufgepasst, was ich jetzt machen werde. Also, wir haben unser Bild, Ausgangsbild, für was auch immer du dich entscheidest, funktioniert halt ganz gut, wenn gewisse Kriterien erfüllt werden. Also einmal jemand in Bewegung, also eine Tänzerin, jemand springt zum Beispiel, sportliche Aktivität wie beim Fußball, ansonsten vielleicht jemand, der in der Luft schwebt, also solche Geschichten. Ja, natürlich kann es auch bei statischen Sachen funktionieren, aber hier kann man diese Bewegung nochmal dynamisch unterstützen und das ist ja auch der konzeptionelle Gedanke bei dieser Geschichte. Also, wie auch immer, wir haben unser Bild. Damit das relativ einfach funktioniert, würde ich empfehlen, Bilder mit einem ruhigen Hintergrund. In dem Fall ist es jetzt eine einfarbige Studioaufnahme. Aber was meine ich mit ruhiger Hintergrund? Das heißt, Unschärfe im Bild ist ganz gut. Oder halt eben eine relativ klare, einheitliche Farbfläche. Ja, das kann auf jeden Fall draußen sein, aber desto ruhiger der Hintergrund, desto besser funktioniert das Ganze, weil erster Punkt ist das Freistellen. Also ich dupliziere mir das Ganze. Ich ziehe das jetzt einfach mal runter. Hier, zack, habe ein Duplikat. Und das ist auch schon der erste Schritt. Das heißt, auf dieser Geschichte, auf der oberen Geschichte, möchte ich das Ganze freistellen. Ich mache das jetzt automatisiert. Heutzutage geht es ja sehr gut. Objektauswahlwerkzeug kann sein Motiv auswählen und durch ein Pfeil unten sage ich, bitte Cloud-basiert, soll ja angeblich die besseren Ergebnisse bringen. Also einfach ausprobieren, beziehungsweise das Werkzeug, die Funktion deiner Wahl wählen. So, ich habe jetzt meine Auswahl, gehe jetzt auf die Maske und habe jetzt einen Freisteller. Wie man sieht auf der Maske, schwarz ist ausgeblendet, weiß ist sichtbar, das heißt, sie ist zu sehen. Im Prinzip ändert sich erstmal gar nichts. So, jetzt gehe ich auf die unterste Ebene und erstelle dazwischen, wie so ein Burger-Prinzip, eine neue leere Ebene. Ja, zwischen den beiden habe ich jetzt eine neue leere Ebene und wenn ich jetzt auf dieser Ebene, jetzt als Beispiel, warum ich das so aufgebaut habe, jetzt malen werde oder würde, ne, dann sieht man, okay, dadurch, dass sie vorne freigestellt ist, liegt sie drüber und diese Fläche ist dazwischen, dahinter ist halt quasi der Hintergrund und dann wirkt das so, als ob ich ja auf der Hintergrundfläche male und sie einfach im Vordergrund ist. Mit diesem Prinzip, so, ich gehe mal zurück, damit ich jetzt wieder meine blanke Ebene habe, habe ich meine Vorbereitung für das Ganze schon getroffen. So, der Schritt jetzt ist ganz, ganz wichtig. Und zwar, ich gehe auf den Pinsel, bleib aber drauf, ja, auf dem Symbol draufklicken und dann öffnet sich eine Palette und ganz unten finde ich den Mischpinsel mit diesen Tropfen. So, wenn ich den auswähle, gehe ich eine Palette an Einstellungen. Und das ist eben der Knackpunkt bei der Geschichte, also gut aufpassen und wirklich erstmal alles verstehen und dann ausprobieren. Also von links nach rechts, wir haben den Mischpinsel ausgewählt, hier kann man die Pinselspitze auswählen, also ganz klassisch wie bei einem Pinsel. Ja. Dann haben wir hier die Pinseleinstellungen, wenn ich da draufklicke, öffnet sich halt eben die Einstellungen, die man ja auch
hier hat oder über Fenster, Pinseleinstellungen. Ja, sobald man aber hier draufklickt, öffnen die sich. So, das heißt, das kennen wir schon. Der dritte Punkt, und der ist ganz wichtig, wenn ich hier auf den Pfeil klicke, habe ich hier mehrere Möglichkeiten. Und egal, was hier ausgewählt ist, du musst folgende Dinge tun. Einmal den Pinsel reinigen. Wenn du draufklickst, dann wird hier, dann siehst du diese transparente Fläche, das heißt, er ist jetzt sauber, da ist keine Farbe drauf, das ist ganz wichtig. Lieber einmal zu viel draufklicken, reinigen und nur Volltonfarbe laden. Dieser Haken muss raus, wenn er drin ist. So, ja, also gereinigt, kein Haken, so sieht das Ganze aus. Diese zwei Geschichten kannst du deaktiviert lassen. Aktiv werden sie, wenn sie, wie du siehst, ne, so eingestanzt sind, also grau hinterlegt die Fläche. So, sobald ich die aktiv habe, siehst du, hier wird auch eine Farbe aufgenommen. Also Pinsel reinigen. Bitte nicht aktivieren. Der nächste Punkt ist, sind Voreinstellungen für diese Werte. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel trocken, dünn, aufgetragen nehme, siehst du hier, Nässe ist bei 0, Auftrag 5, Mix ist komplett deaktiviert und der Fluss ist auf 100. So, wenn ich jetzt hier was ändere, achte mal auf die Werte, zack, habe ich hier nass 50, 50, 100 und der Mix ist aktiv. Das heißt, je nachdem, was ich hier auswähle, ändern sich einfach die Parameter. Das heißt, wenn ich den Parameter hier verändere, manuell, kann ich auch, dann springt es auf Benutzer definiert. Das heißt, ich kann hier wirklich sehr fein die Dinge abstimmen. Ich werde jetzt nicht diese ganzen Einstellungen erklären, denn es reicht vollkommen aus, wenn wir uns wirklich nur auf diesen einen Wert oder diese Einstellung hier in diesem Beispiel fokussieren. Das ist trocken, dick, aufgetragen. Ja, bei mir ist es jetzt hier nicht ausgeschrieben, aber das ist bei trocken der dritte Punkt. Trocken, dick, auftragen oder aufgetragen. Da geht es einfach trocken, trockene Leinwand und die Farbe wird sehr dick, flüssig gezogen. So. Und wir verändern hier nichts mehr. Ganz wichtig, das bleibt genau so. So, dann, es kann sein, dass es bei dir hier auf 0 steht. Und das lassen wir erstmal so. Ja, das heißt, ich klappe das mal zu. Dieser Wert, den kann man separat. Das ist die Glättung. Ja, das erkennst du in diesem Kreissymbol. Die ist wahrscheinlich bei dir von Haus aus auf 0. Ja, wenn nicht, setzt sie mal auf 0. Das hat nichts mit diesen Einstellungen zu tun. Dann auf das Rädchen, da brauchen wir jetzt erstmal nichts zu machen, weil der Wert auf 0 ist. Ansonsten alle Ebenen aktivieren. Ja, das ist auch ganz wichtiger Punkt, dass das aktiv ist. Okay, also überprüfen, Pinsel gereinigt, Volltonfarbe laden ist deaktiviert. Diese Sachen sind nicht aktiv, trocken, dick aufgetragen, ne, und hier auf 0 gesetzt und alle Ebenen ist auch aktiv. So, wenn wir das haben, sind wir eben auf unserer neuen Ebene, in unserer Burger-Verschachtelung, also wirklich in der Mitte, haben einen Mischpinsel und können damit loslegen. So, das heißt, man kann hier nur die Größe, die Härte bestimmen und so weiter, das ist jetzt erstmal nicht wichtig. Wenn ich jetzt anfange zu ziehen, passiert gar nichts. Denn, und jetzt kommt dieser ganz, ganz wichtige Punkt, also es passiert schon was, nur wir sehen das nicht. Das sieht man hier auf der Ebene. Denn ich möchte ja hier eine Farbe, beziehungsweise, also ich kann eine Farbe definieren. Und das mache ich wie folgt, indem ich die Alt-Taste gedrückt halte, dann wechsle ich in eine Art Pipette oder Quelldarstellung. Das heißt, ich kann hier eine Farbe bestimmen und achte mal hier auf diese Fläche. Also wenn ich hier das mit Alt aufnehme, nimmt das dann auch, ich mache es ein bisschen kleiner, hier wirklich, man denkt nur die Farbe auf, aber in Wirklichkeit nimmt das dann die Struktur auf. Denn wenn ich jetzt in das Kleid, ne, auf die Person klicke, siehst du, nimmt es dann auch wirklich diesen Quellbereich auf, je nachdem, wo ich mit gedrückter Alt-Taste hier einmal klicke. Okay? Das ist der Punkt. Und das ist auch ganz wichtig, dass das aufgenommen wird, sonst wird das nicht funktionieren. Wenn ich das habe, kann ich anfangen zu ziehen und dann siehst du, zack, entsteht genau dieser Effekt. Denn dieser Pinsel versteht auch, oder Mischpinsel versteht hier in dieser Darstellung mit diesen Werten auch, wie du siehst, diese dreidimensionale Darstellung. Das heißt, wenn ich ihn jetzt auch so bewege, entsteht auch wirklich ein Schlauch, eine Tiefe in dieser ganzen Sache. Das heißt, ich habe hier eine Quelle aufgenommen, ja, ich kann sie jetzt nochmal wechseln mit Alt neu aufgenommen und kann das dann nochmal ziehen, bis ich dann etwas habe, wo ich sage, hey, das gefällt mir in der farbigen Darstellung. Das heißt, man arbeitet hier nicht mit einer Farbe. Wie gesagt, ich könnte jetzt eine Farbe hier, Volltonfarbe definieren, wir haben den Haken raus, sondern ich möchte wirklich mit einer Struktur
beziehungsweise Information aus dem Bild arbeiten. Wenn alle Ebenen deaktiviert wäre, dann könnte ich nämlich nichts aufnehmen, weil ich auf dieser Transparenz bin. Deswegen ist alle Ebenen aktiv und ich kann dann wirklich aus allen Ebenen die Informationen rauslesen. So, das heißt, desto größer der Pinsel, also ich mache den jetzt mal ganz groß, ja, die Pinselgröße, und wenn ich jetzt was aufnehme, nimmt es dann auch mehr vom Bild auf. Ja, das sieht man jetzt ganz gut in der Vorschau. Das wurde jetzt, dadurch, dass er größer ist, nehme ich dann auch einfach mehr vom Bild auf. Ja, mache ich ihn kleiner, dann wirklich ganz klein, nur in diesem roten Bereich, dann sieht man, er nimmt auch wirklich nur dieses Umfeld hier als Textur auf. Das heißt, damit kann ich das auch steuern. Wichtig zu verstehen, desto kleiner die Pinselgröße ist gleichzeitig auch die Quelle. Das heißt, hier bei den Haaren nehme ich wirklich nur einen Teilbereich der Strähnen auf, ja, wie man sieht. Das heißt, desto größer, dann nehme ich hier auch das Äußere mit auf. Wichtig zu verstehen. Das heißt, mit der Größe kann ich die Quelle bestimmen. Ich kann aber auch mit der Größe natürlich auch die Größe bestimmen, mit der ich das aufziehe. Ja, das bedeutet, ich nehme hier wirklich nur diesen Bereich auf. Ja, den Teil erkenne ich ja an der Pinselgröße, kann aber den Pinsel gleichzeitig größer machen, nachdem ich die Quelle aufgenommen habe, und kann natürlich auch mit dieser großen Fläche das aufziehen. Ja, das ist ein Zusammenspiel. Möchte ich aber nicht in dem Beispiel, sondern mir reicht das ungefähr so. Wenn ich das habe, kann ich dann anfangen, wirklich meine Form zu definieren. Ja, so. Okay. Wenn, und das kann sein, dass es bei dir vielleicht ein bisschen anders aussieht, beziehungsweise, dass da ein Absatz ist, also eine Abstufung, wechseln wir mal kurz den Pinsel. Nehmen wir mal den da und schauen, was passiert. Genau, das dürfte vielleicht sogar so bei dir aussehen, dass das so ausgegeben wird. Das liegt einfach an der Pinselspitze. Die kannst du einmal hier verändern. Das ist genau das gleiche wie rechter Mausklick. Genau die gleiche Geschichte. Das heißt, es kann sein, dass du den Standardpinsel hast, weich, rund, Druck, Größe, und dann reagiert er eben so. Ich habe jetzt einen Zeichenstift. Ich wechsle mal auf die Maus. Wir schauen mal, wie das sich da verhält. Das sind alles Parameter, die das Ganze beeinflussen. So, wenn das so aussieht, müssen wir in die Pinseleinstellungen gehen und hier den Abstand vom Pinsel auf 1 setzen. Ja, wichtig, Abstand ist aktiv. Und dann siehst du, okay, das sieht schon viel besser aus. Ja, das heißt, das ist eher durchgehende Farbe. Dann, was hier aber noch nicht so ganz passt, ist die Härte. Denn wenn man sich die Kanten anschaut, die sind relativ weich. Ja, und ich möchte da schon einen knackigen Übergang. Das heißt, entweder ich wechsle die Pinselspitze oder ich verändere die Härte. Wichtig, Abstand immer auf 1 und kann dann die Härte bei dem Pinsel, ja, ich sag zwischen 90 und 100. Ich finde tatsächlich 90 etwas besser als 100. Einfach weil, ja, da ist noch so ein bisschen was Weiches dabei und nicht so super knackscharf. Also zwischen 90 und 100 würde ich die Härte wählen oder den Pinsel dann einfach auf einen harten Pinsel wechseln, Abstand wieder auf 1 und dann kann man es runterziehen. Der Effekt ist im Prinzip der gleiche. Da muss man ausprobieren. Und wenn ich das jetzt mit der Maus mache, ja, ich habe bewusst jetzt gewechselt, falls du die Maus nutzt, dann wird es bei dir vielleicht wie bei mir so ein bisschen hackelig aussehen, ne, so ein bisschen unruhig, liegt einfach an der Bewegung selber, die man ausführt. Mit einem Stift ist es wesentlich glatter. Auch hier gibt es eine Abhilfe, und zwar, das ist dieser Wert bei diesem Kreis, die Glättung. Ja, wenn du hier drüber bleibst, so nichts klicken, dann siehst du, okay, Glättung für Pinselstrich festlegen. Bedeutet, wenn ich sie jetzt komplett hochziehe, jetzt nochmal ziehe, siehst du, dass ich so eine Art Zeitverzögerung habe beim Ziehen, und dadurch wirkt die Bewegung sehr, sehr fließend und gleichmäßig, und dann habe ich nicht mehr diese störenden Abstufungen oder diese zackeligen Bewegungen. Also auch für Mausbenutzer damit einfach auf 100 ziehen. Hier beim Zahnrad kann man noch was einstellen. Ich würde es aber genauso lassen. Pinselstrich auffüllen, für Zoom anpassen. Ja? Also wenn das steht, zack. Und dann hat sich die Sache und dann fließt das Ganze. Ja, und das Schöne ist, wenn man sich diese Einstellungen einmal wirklich definiert hat, kann ich jetzt jederzeit eine neue Quelle aufnehmen, immer schön auf die transparenten Fläche, mit gedrückter Alt-Taste dann einfach hier reinklicken, das, was ich will, da, bis es halt für mich passt, einmal von der Strukturgröße, das heißt, ich bestimme die Strukturgröße und dann mache ich den Pinsel dementsprechend groß, wie ich ihn brauche.
und kann dann aufziehen. Wenn es nicht passt, so kann man immer noch ein bisschen größer werden und dann mehrfach einfach diese Bewegung ausprobieren. Ja? So, wie man sieht, ich nehme jetzt bewusst immer wieder neu auf und das verhält sich dann einfach immer sehr, sehr unterschiedlich. Ja, je nachdem, wo man wirklich ansetzt, wird man auch eine andere, ja, Quelle definieren und dadurch dann auch wieder visuelle Veränderung bekommen. So, und jetzt kommt ein finaler Tipp diesbezüglich. Ich ziehe es jetzt mal auf. So, ich gehe mal mit STRG bzw. Command Z zurück, wenn es mir nicht gefällt. Ziehe das jetzt mal durch, bis hierhin exemplarisch. Und mein Tipp ist, das in zwei oder mehreren Schichten aufzubauen. Das heißt, ich habe es jetzt einmal hier durchgezogen, kann jetzt hier Radierer nehmen, der Taste E zum Beispiel, und kann jetzt diesen Teil weg radieren. Man könnte es auch maskieren. Erstelle eine neue Ebene, wechsle hier wieder auf Mischpinsel, kann jetzt dann, und das ist der Vorteil, kann jetzt ein bisschen kleiner werden zum Beispiel und dann neu aufziehen. Das heißt, nicht nur in einer Bewegung das Ganze zu machen, sondern vielleicht in zwei Bewegungen durchzuziehen, je nach Motiv. Denn der Vorteil hier ist, ich kann die jetzt separat behandeln, das heißt hier zum Beispiel den Teil wegmaskieren, kann aber das untere zum Beispiel transformieren, das heißt ich kann das jetzt neu anordnen. Es geht noch weiter, rechter Mausklick, ich kann es verformen, ja, dann bekomme ich dieses Gitter, wo ich das nochmal weiter in der Krümmung vielleicht optimieren kann, ja, verzehren, stauchen, ich kann es vielleicht hier nach oben ziehen bis zu einem gewissen Grad. Also ich habe hier, wie man sieht, enormen Spielraum, Möglichkeiten, wenn die Basis mal sitzt. Ne? Und das macht es halt einfach wirklich sehr, sehr spannend. Ich ziehe es mal, ich transformiere das jetzt mal, so den Teil, damit ne, dieser Blitzer hier so ein bisschen verschwindet. Mit gedrückter Shift-Taste kann ich den jetzt zum Beispiel nur nach links unproportional skalieren. So, und wenn man sich das anschaut, ja, man merkt das nicht. Man sieht das nicht, dass es eigentlich zwei Schnipsel sind. Ich blende es mal aus. So sieht es dahinter aus. Dadurch, dass wir einen Freisteller haben, sind es eben zwei Geschichten. Und jetzt geht es darum, das nochmal zu verfeinern. Ich packe das in eine Gruppe, beides, ja, und würde jetzt ganz schnell, ganz simpel auf den Pinsel wechseln erstmal. Klassischer Pinsel. Mache hier eine neue Ebene und wende diese Ebene, die liegt über dem Ordner. Wie nennen wir denn das? Ich nenne das Ganze mal ein Swirl, warum auch immer. Und wende mit gedrückter Alt-Taste, wenn ich jetzt zwischen die beiden Geschichten fahre, Ebene und den Ordner, bekomme ich dieses Symbol für eine Schnittmaske. Und somit wird sich diese Ebene oder die Einstellungen jetzt wirklich nur auf diesen Ordner anwenden. Ich nehme jetzt hier eine dunkle Farbe, also wirklich schwarz, mit einer leichten Deckkraft. Ich möchte einen Schatten reinmachen. Und das sehr simpel und einfach, so schnell wie es nur geht. So, deswegen male ich hier einfach, ne, so ein bisschen drauf, ungefähr, ne, je nach Motiv muss man da sich so ein bisschen reindenken, wo könnte es denn sein? So, das ist jetzt zu viel, ja, aber vielleicht hier ein bisschen. Und das gibt dem Ganzen nochmal so eine schöne Räumlichkeit, eine Tiefe. Ja. Da kann man natürlich nochmal weiter verkünsteln und alles nochmal ein bisschen optimieren, aber im Prozess geht das ruckzuck, wenn man das einmal verstanden hat und angewendet hat. Geht das sehr, sehr schnell. Also ich könnte jetzt natürlich dann auch hier nochmal gewisse Stellen zurücknehmen. Aufpassen, dass das dann nicht zu fleckig aussieht. So, ne, also man kann es natürlich auf andere Art und Weisen auch nochmal Tiefe reinbekommen. Und im Umkehrschluss kann ich das Gleiche natürlich auch aufhellen. Also zum Beispiel wieder eine Ebene. Ja, hier wechsle ich dann auf die Farbe Weiß und ändere die Füllmethode auf ineinander kopieren. Denn wenn ich Weiß in der Füllmethode auf ineinander kopieren setze, kann ich Dinge, also Farben, nach und nach zum Leuchten bringen. Ja, und das gibt dem Ganzen auch nochmal sehr, sehr spannenden Effekt. Beziehungsweise ich tue das Ganze jetzt einfach wirklich sehr gezielt optimieren. Ja, also, wie auch immer, da kann man sich jetzt wirklich sehr, sehr intensiv damit in den Feinheiten austoben, aber eine relativ simple Geschichte. Ich radiere mal ein bisschen was zurück. Mit einem sehr geilen Effekt, wie ich finde. So, ne? Zwei Geschichten. Hier vielleicht den Schatten ein bisschen zurück. Und dann hat sich das. Also ich kann auch weiter aufbauen mit Tonwertkorrektur und Farbveränderung und so weiter. Aber das ist das Prinzip und das gilt es erstmal zu verstehen, anzuwenden. Und die Möglichkeiten sind hier wirklich sehr, sehr vielseitig. Hier noch ein
weiteres Beispiel, weil es einfach so geil funktioniert. Ja, ich bin einfach Fan von dieser Technik. Also, ne, wieder oben, ganz oben Freisteller, ganz grober Freisteller und drunter sehr, sehr simpel aufgebaut. Ne, dieser Swirl mit einem Schatten und hier habe ich mit Helligkeit Kontrast einfach nochmal gewisse Stellen einfach ja angepasst. Also wirklich genau die gleiche Geschichte, ne, wenn man sich das anschaut. Die Textur ist hier gezielt rausgenommen worden und in wenigen Schritten hat man wirklich, wie ich finde, richtig, richtig coolen Bildeffekt erschaffen. Viel Spaß beim Nachmachen. Das war ja der Mischpinsel in Aktion, zumindest an einem Sachverhalt. Wie hat dir das Ganze gefallen? Kenntest du den Mischpinsel? Hast du ihn überhaupt schon mal genutzt? Also ich denke, zumindest mal nicht in dieser Art und Weise. Wenn du das Ganze anwendest, wie gesagt, beachte die Werte, die Parameter. Es ist ganz, ganz wichtig, dass das erstmal sitzt. Dann im zweiten Schritt über die Ausführung, von wo setzt du an? Jedes Bild ist unterschiedlich, braucht dann auch nochmal eine andere Art der Bewegung, ne? Wie du das Bild dann eben stützt mit diesem Effekt. Mich würde es sehr, sehr freuen, deine Ergebnisse zu sehen. Verteck mich gerne auf Instagram. Ich tue das Ganze sehr gerne reposten. Wenn du Fragen, Anregungen hast, nutz die Kommentarfunktion. Lass uns in den Austausch gehen. Ansonsten, wenn dir das Ganze gefallen hat, Daumen nach oben, Glocke aktivieren und ein Abo dalassen, falls noch nicht geschehen, denn du möchtest in Zukunft definitiv keines der weiteren spannenden Tutorials hier auf meinem Kanal verpassen. Und wenn du sagst, ich will mehr, ich möchte das wirklich lernen, ja, also wirklich die kreative Bildbearbeitung, und ich meine damit nicht nur einfach mal einen Look entwickeln oder irgendein Preset drüberlegen und ein bisschen was retuschieren, sondern wirklich die kreative Bildbearbeitung, Kreativretusche, Compositing Art mit einem Anspruch, mit dem du auch wirklich Geld verdienen kannst, ja, also wirklich kommerzielle kreative Bildbearbeitung. Unten ist ein Link, klick drauf, schau dir das Ganze an und sichere dir ein kostenloses Erstgespräch. Es ist quasi ein Bewerbungsgespräch, wenn du so willst, wo wir miteinander reden, wo wir zusammenschauen, wo du gerade stehst und wie und ob dir die Academy helfen kann auf deinem Weg der kreativen Schaffungsreise. Von daher, unten ist der Link. Schau dir das Ganze an und sichere dir einen Termin und dann können wir zusammen das Ganze rocken. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß mit weiteren Videos auf diesem Kanal und bis dahin schön weiter üben.